Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Erste Folge im neuen Jahr 2021. Ja, ich hoffe, ihr seid alle durchs gute Jahr oder das alte Jahr hindurch gerutscht, die letzten Tage vielmehr. Wir haben es hier ruhig angehen lassen, weil ich zum Beispiel auch nicht zu viel Zeit hatte vor den Feiertagen jetzt oder während der Feiertage. Wir werden jetzt die nächsten in der nächsten Zeit wieder loslegen und unseren ganzen Dinge machen, die wir machen wollten. Walfang. Walfang ist ein gutes Stichwort. Ich habe die Sloop vom Stapel gelassen, damit die nicht verschwindet. Das Phänomen ist ja immer noch, wenn man sich nicht lange oder richtig drum kümmert oder rechtzeitig das Schiff vom Stapel lässt, dann verschwinden die Dinger. So, das ist jetzt vom Stapel gelassen. So sieht das gute Ding aus. Ich finde das, also das hat der Raffi ja gebaut. Ich finde das Design sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Und das sind die Balliste. Ja, wir werden die Tage loslegen. Hier ist alles voll mit Docks, Shipyards. Ja, Ismail habe ich so genannt. Moby Dick. Wer liest oder Bock hat zu lesen, der kennt Moby Dick wahrscheinlich. Ist das von Charles Dickens? Ich glaube ja. Sehr schöne Geschichte. Und ja, da werden wir demnächst mit anfangen. Keine Hektik. Das Jahr hat erst angefangen. so. Ja, wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht. Wir haben nicht viel gemacht hier. Ich hatte zu wenig Zeit. Und jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was so los ist heute. Das ist nämlich leer. Das habe ich mir schon gedacht. Noch hungern sie nicht? Nö. Dann holen wir doch mal ein paar Bärchen. Bären mit E. Mit dem Bären mit Ä. So. Ja, komm. Hopp, hopp, hopp. Ein Bär ist leider verhungert, obwohl ich mich drum gekümmert habe. Ich verstehe es nicht. Raffi auch nicht. Bruno Nummer 2 hat es dahin gerafft. Wir wissen nicht warum. Weil ich bin wirklich da gewesen, habe ihn gefüttert und. Achso, das war der. Mit der rechten Maustaste muss man das machen. Na, machen wir mal so. Das ist ein schönes Bild. Oh. Schön Paprika. Die Tonnen an Stoff, die hier jetzt Ernte oder Hanffasern vielmehr. Die werde ich dann einfach rausschmeißen. So, wo haben wir denn noch was? Ja, ich glaube, wir sind schon voll genug. Hier sind noch ein paar. Da oben stehen noch welche. Ah, jetzt ist er voll. Also, F. Habe ich von Raffi gelernt? F. Mit F kommt man direkt ins Inventar von unserem Tierchen. Zack, 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 zack. So, jetzt ist er wieder leicht. Ja, eine Feder. Mann, 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 die kommen aber schnell wieder hier jetzt. Denn da wieder eingestellt. Mach jetzt einmal den Container wieder voll. Dann ist gut. Er ist auch gleich wieder voll hier. Ach, jetzt weiß ich auch, woher ich immer das Stroh herkriege. Von diesen kleinen Büschen. F.
Das ist jetzt heute nochmal Versorgung. Und spätestens ab morgen geht es dann wieder los. Oder nachher vielleicht, wenn ich meine Aufnahmen fertig habe. Dann ein bisschen Gold besorgen und so. So. Legen wir das mal zurück. Schön essen. So, also, dann wollen wir mal gucken. Dann laden wir das alles mal um. Ich werde mal nur die Schisandra-Bären umladen. Das können wir auch anders machen. So, geht das ein bisschen schneller. Und die Beeren, die heben wir auf für die Matrosen, die fütter ich jetzt mal. Da ist unsere gute Joanne. Inventory. Die fütter ich so, weil ich an den Foodloader nicht drankomme. Hier, ich bin da zu dämlich zu. Ich weiß nicht warum. So, die müssten aber alle noch nicht so ausgehungert sein. So. Auch, also das Design hier ist auch, ich finde das gut echt. Oh, die sind ein bisschen ausgezehrter. Ja, das kann weg. Zur Not fressen sie ja, essen die ja auch die Dinger. Reicht wahrscheinlich nicht. Ich ein bisschen Fleisch organisieren kann noch. Unser Ofen, wo ich die Hartkeks mitgebacken habe, was die am besten essen, den haben wir ja hinten weggemacht. Den müssen wir erst noch wieder einrichten mit Wasserzufuhr und so. Deswegen, das machen wir später. Ich gucke mal kurz, was wir an unserem Fleisch noch opfern können. Wie viel Salz haben wir noch drin hier? Ja, das ist noch. Das reicht noch. Dann werde ich mal ein bisschen Fisch opfern. So. Ich werde mir dieses einverleiben. So. Und ein paar Kartoffeln. Fisch, dieses Zeug. Packen wir das mal wieder zurück. So. Es wird Zeit, dass ich mal anfange, ein bisschen was Besseres zu kochen. Was sich länger in den Säcken hält hier. Hier bin ich immer noch überrascht von. Dass man da Kohle. Da könnte ich eigentlich gleich nochmal einmal voll machen und anschmeißen. Dass wir ordentlich Kohle für Pulver haben und sowas. Das brauchen wir nämlich in Zukunft für Kanonenkugeln und so. Achso, ich habe keine Axt mit. Aber das nochmal voll. Ah, hier ist noch. Das können wir reinpacken eigentlich schon mal. Schön sortiert. Sowas mag ich. Wenn man alles gleich findet. Hier haben wir schon mal eine Axt. Mehr brauchen wir nicht. Ich will ja nur Holz holen ein bisschen und einmal Holzkohle machen. Wenigstens ein bisschen was gemacht heute für den Anfang schon mal. So, mal schauen.
Nächste Level ist auch nicht mehr weit hin. So. Hör mal zurück. Hau mal das Ding mal voll, machen wir bis Holzkohle. Da diese Erdstelle eben, das ist eine gute Stelle wahrscheinlich, um Kartoffeln zu buddeln. Müssen wir mal, da muss ich mal gucken. Denn angebaut haben wir die noch nicht. So. Bruno. Bruno. Verhungert ist er, ich weiß nicht warum. Der andere Bruno. Ach, das fängt ja sofort an. Oh, Hitze. Ja. Leuchtet ein. Das ist ja witzig. Killen. Und der ist schnell. Wow. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ich finde das witzig, dass die diese Mützen aufsetzen können, die Matrosenmützen. Habe ich vorher nicht gesehen. Wir könnten ja nochmal die Kuh melken. Das hält sich im Dingens auch ganz gut eigentlich. Mal schauen, ob wir hier auch die Eimer. Ja, sehr schön. So, machen wir das mal. Das ist nämlich eine gute Vitamin D, ist es, glaube ich. Ja, eine gute Vitamin D-Quelle. So, Nummer 5. Eine hat es zerrissen, eine Kuh, aber naja, so ist das halt. Die ist gestorben. Warum auch immer. So, das packen wir da rein. Eine nehme ich mir mal. Zack. Nehmen wir mal die Kokosnuss. Ich pimpe mal so ein bisschen meine Vitamin-Dings hier jetzt auf. So. Den Rest packen wir zurück. Das kann weg. Das kommt noch in die Kiste. So. Was? Salz. Ah ja. War noch ordentlich Vorräte. Da müssen wir noch nicht auffüllen. Ich könnte höchstens mal eins machen. Dieses Trockenfleisch ist, glaube ich, besser. Jetzt habe ich das. Na, ist egal. Als das. Dieses hier von der Haltbarkeit her und auch von der Wirkung, meine ich. Das balanciert so ein bisschen aus den Haushalt auch, den Vitaminhaushalt. Da könnte ich eigentlich nochmal Folgendes machen. Ich nehme doch mal das Pack hier. Jetzt verschwindet meine Stimme schon wieder. Das hat sich nicht geändert im neuen Jahr. So. Ich werde noch einmal auf die Jagd gehen und werde noch einmal ein bisschen Fisch, trockenen Fisch und so machen. Also, wo ist denn mein... da... Ach, wir nehmen den Speer, das geht am besten. So. Da kann man auch gut mit jagen. Ich nehme mal die Axt mit als Schlachtwerkzeug. 4. Ja, ich weiß, ich overheate. Da ist ein Wrack. Moment. Was ist da denn los? Komme ich so weit? Mal gucken, ob ich so weit komme. Bis wie das Wrack geht. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Sind wohl einige nicht wiedergekommen.
Wenn ich nicht, dann tauche ich so rum. Das sieht man es ja hier. Es ist hier ziemlich tief, von daher. Muss hier irgendwo liegen dann. Ah, es zieht mich schon zurück. Wir tauchen mal auf. Hier steht da immer noch. Da sind die Trümmer. Seit wann schwimmt man eigentlich so langsam mit diesem Anzug? Es ist wohl nur, wenn man... Na, es ist auch nicht so wichtig. So, ich wollte Fisch holen. Das ist wichtiger. Eine Galeere war es nicht, aber es war ein großes Schiff. Oh, Entschuldigung. Zweimal Fisch und dann hole ich jetzt noch zweimal Fleisch. Doch, da war eine Menge drin. Oh. Das mysteriös. So nicht nur. Gucken wir das schon mal rein. Oh, sogar jede Menge. Pro Fleisch ein Salz, glaube ich. Also machen wir nur mal 100 rein. Das sind 100 Salz, die dann weg sind. Das reicht vollkommen aus. Dann verarbeiten wir den Rest dann doch zu normalem Fisch. Dann nehme ich hier mal das Holz raus. So.
lassen wir das mal so laufen. Jetzt besorge ich noch ein bisschen Fleisch. Ich muss mal darauf achten, ob es an den Tieren auch diesen Faktor gibt für die Fleischgewinnung. Ich glaube nicht. So, da war es schon Opfer. Level 2. Nee, das gibt es hier nicht. So. Das gibt es nur bei den Fischen. Komischerweise. So, das reicht schon, das Fleisch. Ich will nicht einfach nur so das Salz verballern. So. Das Wrack werde ich off-cam nochmal anschauen. Das mache ich jetzt hier nicht mehr. Die Folge ist schon viel zu lang wieder. So, das kommt da noch rein. Dann verbrauchen wir 200 Salz ungefähr. Ihr seht das, das geht sofort runter. Dieses hier ist fleißig am Brutzeln. Das lassen wir mal so. Und dann würde ich nämlich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin eine gute Zeit. Kein Stress im neuen Jahr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.